Das ist absolut lebensgefährlich. Das war Faszination pur, ne? Und da ist man erstmal natürlich sehr beeindruckt von. Also das ist das, was ich schon immer machen wollte, seitdem ich klein bin. Gebürtiger Grasslebender, jeden Tag hast du auf den Turm geguckt. Ja, und man hat eigentlich immer die Daumen gedrückt und gehofft, dass man irgendwann hier arbeiten darf. Morgens 16:45 in Grasleben, in der Nähe von Helmstedt. Bergmann, der Traumberuf von Christoph Weidner. Hier, im letzten produzierenden Bergwerk in Niedersachsen, wollte er schon seine Ausbildung machen. Doch damals wurde er nicht genommen. Erst über 15 Jahre später hat es geklappt. Erste Station seines Arbeitstages, die Kaue. Das ist einmal für die privaten Sachen und für die Arbeitssachen. Die dürfen nicht miteinander zusammenhängen wegen Lebensmittelbetrieb. Hier wird Salz abgebaut, unter anderem Speisesalz. Dafür arbeiten hier 70 Bergleute im Drei-Schicht-System. Ja, morgens, da wollen alle erstmal noch mal 5 Minuten ihre Ruhe haben, bevor sie den ersten Kaffee getrunken haben. Und dann fängt man eigentlich meistens an, über Kleinigkeiten zu reden. Im März musste die Grube evakuiert werden. Brand in einem Nebenschacht, der als Rettungsschacht diente. Personen kamen nicht zu Schaden. Genau für solche Fälle sind diese Metallboxen wichtig. Werden sie eingesetzt, heißt es Sauerstoff für mindestens 60 Minuten. Das ist unser Selbstretter. Sollte was in der Grube passieren, ein Feuer oder wie auch immer, dann sind wir gewählt, den zügig aufzusetzen für unsere eigene Sicherheit. Und dann sucht man sich halt einen Fluchtweg. Jetzt geht's 490 Meter unter die Erde. Eine gute Minute dauert die Fahrt. Das Bergwerk ist eine Fabrik unter Tage. Mit Fuhrpark, Werkstätten, Ersatzteillager, Pausenräume. Hat jeder seinen Platz an der Tafel. Also wenn meine Marke zum Feierabend noch hängt, dann wird gefunkt oder wird nach einem gesucht, ob was passiert ist oder nicht oder wie auch immer. Da müssen wir einmal ein bisschen nachfräsen, ja? Okay. Christoph, wir gehen auf den 621. 440, 26, 1, normaler Treffer 13. Ja. Wie viel Prozent? 100. 100. Fährst alleine. Alles ja? Klar. 100% bedeuten, er ist heute bei seiner Aufgabe alleine. Salzfahren mit einem 60-Tonnen-Radlader. Marlon Mursch ist Auszubildender im dritten Lehrjahr. Heute soll er beim Sprengen helfen. Dafür muss er 4 Kilometer fahren. Ja, also es ist wie in einer eigenen Welt, ne? Am Anfang fiel es einem schwer, sich irgendwie zu orientieren, aber nach 3-4 Monaten ungefähr ging das alles ganz einfach und dann hat man sich besser klargefunden hier unten. Ne? Das war Faszination pur. Ne? Und da ist man natürlich sehr beeindruckt von. Die Gerätschaften, die hier unten fahren, das Kumpeldasein und einfach das komplette Umfeld ist beeindruckend. Ne? 150 Kilometer ist das Streckennetz lang, wie von Hannover nach Hamburg. Die meisten davon ohne Beleuchtung oder Beschilderung zur Orientierung. Trotzdem gilt hier die Straßenverkehrsordnung und eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Stundenkilometern. Zum ersten Mal darf der 20-Jährige heute im Rahmen seiner Ausbildung eine Sprengung von Anfang bis Ende begleiten. Es beginnt mit dem Bohren der Sprenglöcher. Auf. Ja, Marlon, hier vorne hat die Vorschicht angefangen zu bohren. Wir werden das jetzt hier zu Ende bohren. Satz, Streckendecke ganz normal. Wir müssen jetzt noch die 3 Mittellöcher fertig bohren.
Na, dann nimmst du die Fernbedienung, schaltest den Bohrwagen ein. Der Streckenbohrwagen. Neupreis mehrere hunderttausend Euro. Um den bedienen zu dürfen, war Marlon 3 Monate in einem Ausbildungsbergwerk in Zielitz bei Magdeburg. Pro Schicht werden zu Spitzenzeiten bis zu 6000 Tonnen Salz aus dem Berg gesprengt. An dieser Stelle, der Abbaukammer, sollen es möglichst 2000 Tonnen sein. Damit das gelingt, 36 Löcher, jeweils 7 Meter tief, möglichst gerade. Wichtig dabei, die Abstände dürfen nicht zu groß sein, sonst würde Salz im Berg verbleiben und nicht genügend rausgesprengt, dass es für ein Tageswerk ausreicht. Hier, mal gucken, wo wir da hinkommen. Das sieht man erst später, wenn es gesprengt ist. Weil dann kann man sehen, ob man sich verbohrt hat, ob irgendwas abgerissen ist oder ob es funktioniert hat und alles so steht, wie es stehen soll. Das ist die Herausforderung, es so zu machen, dass es funktioniert, ja. Wie viel Sprengstoff Sie genau verwenden, ist Betriebsgeheimnis. Drei Kilometer entfernt. Einsatz für Schlosser Christian Viehmann. Er und seine Kollegen sind sowas wie eine Pannenhilfe unter Tage. Sie müssen die Geräte am Laufen halten. Jetzt wird die wohl wichtigste Maschine gewartet, der Hauptgrubenlüfter. 100 Kubikmeter frische Luft saugt er pro Sekunde an und bläst sie in die Grube. Wir nehmen mal kurz den Hauptgrubenlüfter außer Betrieb. Jo, danke. Christian Viehmann darf den Grubenlüfter bei der monatlichen Kontrolle nur bis zu 30 Minuten ausschalten, sonst fehlt die Luft zum Atmen. Keinen Sauerstoff mehr zu haben, ist eine von vielen Gefahren hier unten. Ja, dürfen wir nicht vergessen, dass über uns ganz viel Erde oder halt auch Salz in dem Fall ist. Und das ist ein Gebirge und ein Gebirge ist halt Natur und die kann arbeiten und da sollte man respektvoll mit umgehen, ja. Die Maschine ist 30 Jahre alt. Wird ein Schaden festgestellt, müssten im schlimmsten Fall alle die Grube verlassen. Und da müssen wir darauf achten, dass keine Risse entstanden sind. Hier innen drin ist es wichtig, die Bremse, um den Hauptgrubenlüfter anhalten zu können. Wenn der eine Schraube abreißt, dann würde es durch die Umdrehung ganz schnell zu Vibrationen kommen und die Flügel würden kaputt gehen. Und das ist halt die Hauptader für die Frischwetterzufuhr. Deswegen ist das eigentlich das Wichtigste hier direkt an dem Motor, dass er halt immer rund läuft. Ja. Hier müssen wir im Prinzip kontrollieren, wie der Verschleiß von den Flügeln ist, ob da alles fest ist. Hier die Schrauben auf festem Sitz kontrollieren. Alles so. Läuft nach Plan. Doch dann entdeckt er eine vermeintliche Kleinigkeit. Ja, hier werden wir die Schraube erneuern müssen, weil die sich vermutlich durch Vibration so ein bisschen gelöst hat. Klar könnte man jetzt hingehen, die nachziehen, aber das macht an der Stelle keinen Sinn, weil der Zustand von der Schraube ist ja nun auch nicht mehr der beste. Und wenn wir da nachziehen, ist das nicht mehr ganz so toll oder nicht so ganz gesichert, dass die auch da bleibt, wo sie ist. Wir brauchen eine 25er Schraube, 12×25. Moritz Horn muss eine neue Schraube holen. Die Schlosserei ist allerdings einige Kilometer entfernt. Kleine Schraube, große Wirkung. In 20 Minuten muss der Grubenlüfter wieder laufen. Christoph Weidner an seinem 60-Tonnen Radlader. Dann schaut man sich mal die Bolzen an, ob noch alles verschraubt ist oder ob eine fehlt. Dann muss man das gleich melden. Dann schaut man im Knickgelenk, ob da irgendwas auffällig ist zum Anfang. Welche Defekte da sind, ob die Öle, ob die Stände passen. Schaut man sich noch mal einmal den Hubarm an und guckt, ob man halt wirklich was sieht. Ab und zu sieht man das mal. Dann kann auch so ein Hubarm mal reißen. Der Radlader ist so riesig, dass er in Einzelteilen unter Tage gebracht werden musste. Er verbraucht 40 Liter Sprit pro Stunde. Zwei
20 Minuten fährt er mit 25 Stundenkilometern zu seinem Arbeitsplatz in 520 Metern Tiefe. Temperatur hier konstant 23 Grad, Luftfeuchte 25%. Die Bedingungen auf dieser Ebene seien angenehm, wie draußen, sagt er. Je tiefer man allerdings unter Tage kommt, umso wärmer wird es. Seine Aufgabe heute, Steinsalz transportieren. Vom Ort der Sprengung bis zu dem Ort, wo es von Untertage nach Übertage gebracht werden kann. Also es ist schon viel. Ich glaube, das sind knapp 2000 Tonnen, was hier liegt. Also es wird schon sportlich. Aber wir werden schauen, ob wir es über die Bühne kriegen. In die Schaufel passen 21 Tonnen. Das ist in etwa das Gewicht von 15 Kleinwagen. Das Steinsalz hier ist besonders rein. Damit es als Speisesalz verkauft werden darf, muss nach einem weltweit gültigen Standard der Anteil von Natriumchlorid mindestens 97% betragen. Hier liegt der Wert sogar noch drüber. Ein paar hundert Meter entfernt, die Kippstelle. Sie ist abgesichert, denn hinter der Kette liegt ein sogenanntes Rollloch. Und es geht 70 Meter in die Tiefe. Das ist absolut lebensgefährlich. Also deswegen ist Kette und es wird immer ein Ball gelegt. Dass selbst wenn man mit dem Auto gegenfahren sollte, weil man falsch abgebogen ist, fällt man nicht ins Loch. Um das ganze Salz wegzubekommen, muss er über 100 Mal hin und her fahren. Immer wieder Salzhaufen, Rollloch und zurück. Fahrspielen nennen sie das hier. Je nachdem, wie viel Salz über Tage zur Weiterverarbeitung gebraucht wird, sind bis zu 3 Radlader gleichzeitig im Einsatz. Unterhalb der Kippstelle wird das Salzgestein in einem Brechwerk auf etwa faustgroße Stücke zerkleinert. Kilometerlange Bandanlagen bringen das Salz zu den Förderkörben. Durch den Schacht kommt das Salz in Containern nach oben. Über Tage wird es gesiebt und sortiert und verarbeitet. Zu Speisesalz, Auftausalz oder Futtermittel, je nach Saison und Qualität. Im Jahr kommen bis zu 1 Million Tonnen zusammen. Wenn es reibungslos läuft, daran arbeiten gerade die Schlosser von der mobilen Pannenhilfe. Eine Schraube muss ersetzt werden, um den Hauptgrubenlüfter wieder in Betrieb nehmen zu können. Im schlimmsten Fall wäre sie rausvibriert oder abgerissen und hätte dann die Rotorblätter beschädigt. Ja, das wird sein. Nach 25 Minuten. Der Lüfter kann wieder in Betrieb gehen. Zurück bei Azubi Marlon Mursch. Glück auf! Als nächstes darf er mit Tom Grunert, dem Schießhauer, die Sprengung weiter vorbereiten. Das Sprengen nennt man in der Bergmannssprache Schießen. In der 10. Schulklasse hat Marlon ein Praktikum bei den Elektronikern über Tage gemacht und durfte sogar unter Tage gucken. Von dem Moment an stand für ihn fest, dort will ich arbeiten. Ich habe jetzt hier die blanken Zünder. Das sind unsere Initialladungen quasi mit den Patronen verbunden und in das Loch eingeführt. Marlon verteilt 36 Zünder. Die Abläufe hat er in der Schule gelernt. In wenigen Wochen hat er seine Gesellenprüfung. Anschließend wird er übernommen. Einstiegsgehalt 3.200 Euro brutto. Aber Geld sei nicht alles, sagt er. Abwechslung sei ihm wichtig. Also ich packe jetzt die Patronen hin, schaue, wie viele Löcher hier auf der Reihe sind. Hier sind 3, also kommen mit 3 Patronen hin. Und die werden dann mit den Zündern halt zusammengesteckt. Man muss halt Respekt haben vor den Gefahren, die hier unter Tage herrschen. Aber eine Angst sollte man auf jeden Fall nicht haben. Man darf nie vergessen, an welchem Ort man hier ist.
Zum Beispiel muss man immer mal ab und zu an der Förster gucken, also an der Decke gucken, ob da irgendwelche Gefahr ist, zum Beispiel, dass da lockere Gesteine sind, die einen auf den Kopf jederzeit fallen könnten. Er steckt den Zünder, den blanken Zünder in die Patrone. Es würde auch so gehen, theoretisch, aber wir haben noch mal eine Verstärkerladung dann dran, um auf Nummer sicher zu gehen, dass auch wirklich die Ladesäule dann komplett durchzündet, wenn wir nachher das Loch dann komplett verblasen haben. Verblasen nennen sie es, wenn sie zu den Patronen mit Druckluft Sprengstoffgranulat in die 7 Meter tiefen Löcher hineinblasen. Gleichmäßig, weil nur dann die Sprengung wie geplant verläuft. Also bei mir ist es wahrscheinlich auch noch nicht perfekt, weil es ja nicht meine Hauptaufgabe, aber es funktioniert schon einigermaßen. So Sprengstoff und so, das ist halt auch schon ziemlich spannend. Also ich finde das auch ziemlich großartig. Zum Ende schauen wir mit dem Messgerät, ob das auch alles so passt. Und was haben wir? 300. Wunderbar. Ungefähr 250 die Arbeit, das passt. Und dann die Leitung nach vorne muss man auch noch mitberechnen. Wunderbar. Hätten wir jetzt hier keinen Durchgang, müssten wir gucken, ob irgendwo die Leitung irgendwo unterbrochen ist oder sonst was. Aber so ist das genau im Rahmen. Wir haben 250 die Arbeit, 50 ungefähr die Leitung, sind 300 oben. Passt alles. Hast du gut gekoppelt. Zurück bei Radladerfahrer Christoph Weidner. Der 36-Jährige hat zunächst eine Lehre zum Metallbauer gemacht. Mehrere Anläufe hat er unternommen und sich beworben, bis endlich eine Stelle frei wurde, vor 4 Jahren. Es ist was, was nicht jeder macht. Ja, es gibt da ein paar Auserwählte sozusagen, die den Job ausüben, und man baut nicht wie jeder Zweite irgendwelche Autos oder sowas zusammen. Ja? Also es ist schon ein Unterschied, ob man unter Tage arbeitet oder über Tage. Und wenn man mit der Dunkelheit bzw. damit nicht leben kann, wenn man unter der Erde arbeitet, dann ist es halt für einen nichts. Ja? Es gibt Schwierigkeiten mit den Salzbrocken. Ja, ich gucke gerade, wie groß die Stücken sind. Der Brocken hat halt die Dimension. Die passen natürlich nicht durchs Rohrloch, also werde ich den an eine Seite ablegen. Da liegt schon einer. Da kommt dann der Schießhauer und sprengt den uns nochmal klein, weil der Aufwand jetzt einfach zu intensiv wäre, sich damit zu beschäftigen, um für die Rohrlochgröße zu kriegen. Das ist eine Größe. Ja, den lassen wir mal aus der Schaufel fallen, der wird mit Sicherheit zerspringen, so dass er dann durchs Rohrloch passt. Also wenn man sich da täuscht, dann muss wieder der Schießhauer kommen und dann versucht er das Rohrloch frei zu schießen. Und das, ja, in der Zeit ist keine Produktion. Das ist halt dann Einbußen fürs Unternehmen und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Salz gibt es hier viel. Das Vorkommen ist 40 Kilometer lang und 2 Kilometer breit. Es reicht unterirdisch vom Stadtrand Wolfsburgs bis kurz hinter die Grenze nach Sachsen-Anhalt. Das Salz ist vor 250 Millionen Jahren entstanden. Das Wasser in einem Binnenmeer ist verdunstet und das Salz übrig geblieben. Schichtweise hat sich so die Salzlagerstätte gebildet. "250 Millionen Jahre später versucht Christoph Weidner, es in passende Portionen zu zerkleinern, damit es nicht auf dem Transportweg stecken bleibt. Einsatz für die Schlosser. Im Bergwerk hat es eine technische Störung gegeben, die Zentrale einen Fehler gemeldet. 3,5 Kilometer bis zum Einsatzort. Fahrzeit weniger als 10 Minuten. Wir fahren jetzt zur Bandanlage 8. Dort wurde uns eine Störung gemeldet, die wir erkunden müssen, um die zu beheben. Man weiß ja auch nicht, welche Störungen anstehen, bevor dann noch ein Funkspruch kommt, dass noch ein zweiter oder dritter Kollege benötigt wird. Fährt häufig, sofern machbar, immer noch ein zweiter Kollege gleich zur Unterstützung, um die Störung schnell zu beheben, sodass die Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann. Zeit ist der wichtigste Faktor. Umso schneller wir die Störung beheben, umso schneller kann die Förderung weitergehen.
der Kollege, der als erstes vor Ort ist, fährt den Anlagenteil quasi ab und schaut, wo die Störung anliegt oder welches Problem besteht. Obertraversen, Untertraversen, und meistens ist es auch so, dass eine Rolle aus der Führung raus ist, oben oder unten, und dann siehst du das visuell ganz schnell. Gut, Christian, wir haben Schieflauf im letzten Drittel Untergurt. Okay, schaue ich mal nach. Danke für den Hinweis. Christian Viehmann muss jetzt den Fehler finden und schnell klären, wie aufwendig es ist, ihn zu reparieren. Aktuell kommt kein Salz nach oben. Vom Radlader wird Christoph Weidner von seinem Vorgesetzten zu einem anderen Einsatzort gefahren. So, nachberauben? Genau, Christoph, hier steht die BM. Dann beraubst du ja einmal, soweit, bis ich mich melde, ja? Jawohl. An der Decke sollen sich gelockerte Steinplatten befinden. Der Bergmann soll sie mit einer Spezialmaschine entfernen. Nach dem Schießen holt man die ganzen Löserplatten runter. Ja, das Gebirge arbeitet ja. Und dann hat man immer Rissbildung, man sieht das hier ganz gut. Das wäre das Nächste, was irgendwann einfach von alleine runterfallen könnte. Wenn dann irgendeiner hier steht und bohrt die Sohlenlöcher, dann könnte eine Platte auf den Kopf fallen, und das wollen wir natürlich stets vermeiden. Deswegen schauen wir nochmal alles nach und berauben nochmal durch. Der 33 Tonnen schwere Berauber kann in bis zu 8 Metern Höhe Salzgestein entfernen. Am Ende des Teleskopauslegers befindet sich ein Hydraulikhammer. ...70 Meter tiefer im Berg, in einem Revierlager. Schlosser Christian Viehmann lädt eine Bandrolle ein. Die Revierlager mit Verschleißteilen befinden sich verteilt im Bergwerk, zum Beispiel in der Nähe der Förderbänder. Vorne sind auch noch Gurte, in dem Fall sind es die Gurtrollen. Dann haben wir noch 603, da sind noch Bandgerüste, dass halt kurze Wege zu erledigen, also zu fahren sind, sodass wir halt schnell reagieren können, ja. Der Mann ist gerade noch ein Stück vor. Gut, langsam auf. Langsam auf, weiter. Weiter auf. Halt! Unterhalb des Förderbandes hat sich eine Rolle gelöst. So, packen wir die Defekte rauf und holen die neue Rolle. Gucken wir jetzt erstmal mit an. Das ist jetzt quasi eine neue Rolle, die eingebaut wurde. Nun lassen wir den Gurt runter. Ein Bandrollenwechsel ist eine verhältnismäßig kleine Störung, die mehrmals im Monat passiert. Schnell könnte es weitergehen, wenn der Test zeigt, dass alles wieder funktioniert. Christoph Weidner ist nach den Beraubungsarbeiten an der Decke zu seinem Radlader zurückgekehrt. Ja, den Rest blieb jetzt nicht aus, dass wir es nicht schaffen durch die Störung, die wir hatten. Da kommt die Spätschicht, die wird den Rest wuppen für uns. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder und dann geht's von vorne los. Nach rund 7 Stunden in der Dunkelheit des Stollens. Glück auf! Dieser Aufenthaltsraum wurde vor über 100 Jahren extra in das Salz gebaut. Seit 110 Jahren wird an diesem Standort Salz gefördert. Und es ist noch für weitere Jahrzehnte Salz vorhanden. Prima. Die Zukunft hier ist wohl gesichert.
Anders als in Wunstorf bei Hannover. Dort wurde die Förderung vor 5 Jahren eingestellt. Und Job hast du Fahrbahnbau fertig bekommen? Hm? Fahrbahnbau fertig bekommen? Mhm. Gerade so. Bergleute sind laut deutscher Rentenversicherung besonderen Belastungen und Risiken ausgesetzt. Deshalb können sie früher in Rente gehen. Alles gut. Aber jetzt Kaffee, Jungs, ein bisschen was Dummes erzählen. Das manchmal, ja, ist dann auch schon angenehm. Ne? Wenn sie Tag alleine ist, dann freut man sich auch mal auf ein bisschen Konversation. Ich habe vorhin gefragt, da hat er gesagt. Ich will nicht ranrutschen hier, weil es gut ein bisschen kuscheln. Oh, geht das mit der Vorsicht? Dann müssen alle Bergmänner den Stollen verlassen. Auch die nächste Schicht darf noch nicht wieder runterfahren. Außer die Sprenghauer, die dürfen bleiben. Unten sind alle weg, also können wir auch sprengen, wir haben die Freigabe. Dann gehen wir hier rein. Wir können hier unsere Sprengfolge definieren. Wir haben heute 3 Zündverteiler zum Sprengen, die 1, die 3 und die 7. Dann schließe ich die Befehlsauswahl ab und kann hier die Sprengung jetzt starten mit Ja. So, Sprengung und scharf geschaltet. Jetzt geht er die ganzen Spannungen und Frequenzen durch. Der Computer ist mit den Zündern an 3 Sprengstellen verbunden. Und jetzt heißt es einfach nur warten, bis alles abgelaufen ist und gesprengt. Da hört man ein Geräusch, das ist jetzt dieses, was der jetzt runterleiert. Jawohl. Nach 40 Minuten sind die giftigen Stickoxide verflogen. Erst dann dürfen Vorgesetzter Wim Pulvirenti und Azubi Marlon Mursch wieder zur Sprengstelle. Sieht hier alles super aus. Ja, hier achten wir jetzt darauf, dass alles vernünftig gekommen ist. Hier ist vorher der Satz gewesen in der Kontur und alles, was da hinten ist. Da hinten sieht man nur die ganz kleinen Bohrlöcher und ansonsten sind da 7 Meter raus. Das hat alles super geklappt hier. Ja, das macht halt einen stolz und glücklich zu sehen, dass es so funktioniert hat, wie es sollte. Und ja, man ist froh drüber. Feierabend für Christoph Weidner. Am nächsten Tag wird er wieder einfahren. Wenn es nach ihm geht, mindestens noch 20 Jahre. Also das ist das, was ich schon immer machen wollte. Seitdem ich klein bin, gebürtiger Graslebner. Jeden Tag hast du auf den Turm geguckt. Ja, und man hat eigentlich immer die Daumen gedrückt und gehofft, dass man irgendwann hier arbeiten darf.